Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Zunächst einmal, oh mein Gott, ich bin so rampuliert an meinen Fingernägeln und an meinen Händen. Morgen allerdings werden die gemacht. Ich muss die nächste Bestellung ganz, ganz flott rausschicken. Deswegen nehme ich in Kauf, dass ihr mich so rampuliert seht. So, wie ihr gelesen habt, ist das hier die Bestellnummer 39. Und bevor ich deinen Namen verrate, würde ich, glaube ich, doch ganz lieber die Rose sagen. Oder Rose, je nachdem, wie man es nimmt, um deinen richtigen Namen noch nicht zu verraten. Hat auch bei mir bestellt und zwar, ja, also ich weiß nicht warum, aber scheinbar seid ihr alle sehr romantisch angehaucht, wie auch immer. Du hast ganz, ganz viele Budget Sheets bestellt. Vielen Dank dafür. Einmal Muster Rose. Und dann hast du dich für diesen Wauzi entschieden. Das heißt, du bist ein Wauzi-Fan und hast wahrscheinlich selbst einen Hund. Das freut mich. Ihr wisst ja alle, ich bin hundeverliebt, hundevernarrt und habe täglich mit Hunden zu tun. Habe selbst zwei. Also ich habe einen deutschen Pinscher und einen Zwergpinscher. Und davor hatte ich auch zwei. Die sind aber leider schon verstorben. So, wie dem auch sei, wir legen los. Ich packe das in ein großes Kuvert. Weil es vom Gewicht her, weil ich ja auf dickeres Papier drucke, einfach zu schwer ist und es soll ja sicher bei dir ankommen. Deswegen tun wir das einfach mal rein. Und ich habe deine Nachricht gelesen. Vielen Dank dafür. Ich habe dir ja schon mal gesagt oder verraten, ich habe noch einige Muster natürlich gemacht. Die haben es aber noch nicht in den Shop geschafft und ja. Wie dem auch sei, ich habe dir jetzt mal welche ausgedruckt und würde dir diese hier mitschicken. Und zwar ja als Geschenk, vielleicht um Geschenkebudget ja, anzusparen. Da kriegst du drei von mir. Die sind allerdings von der Größe her nicht identisch wie die anderen. Deswegen noch nicht im Shop. Aber du kannst die super benutzen, glaube ich. So, das haben wir auch getan. Dann kommen wir... Also... Weißt, es war jetzt echt nicht schwer bei dir, irgendein Sticker zu wählen. Ich habe die hier ja damals beim Teddy, glaube ich, gekriegt. Ich glaube ja. Und ach, sorry, Herr, aber du bist Hundeliebhaberin. Da muss ein Hund hin. Also der auf jeden Fall vorne. Und jetzt schauen wir aber trotzdem mal, weil du ja die Sticker so toll fandest. Und bevor Amazon sie liefert, vielleicht schaffe ich es ja schneller, sie dir zu liefern. Schauen wir mal ganz flott. Ja, haha, geil. Passt. Passt schon wieder super, wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen. Nein, ich hab's schon mal. Ist das nicht geil? Ich freue mich ja so. Ja, dass jetzt mal mein Handy bimmelt und ich eine neue Bestellung natürlich habe. Klar freue ich mich, super. Ich habe diese Woche, also wenn ihr das Video seht, ist es Samstag wahrscheinlich. Heute haben wir aber tatsächlich Donnerstag, 29.09.1943. Ja, den finde ich natürlich auch mega, oder? Der muss auch mit. So, dann lasst mal weiter gucken. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Ey, das läuft ja lauter Hunde. Hier habe ich noch gar nicht gesehen. Ich sag ja, wenn man mal gescheit sieht. Ja, Apfel... Okay. Ich weiß nicht, ob du gläubig bist. Also, ich finde, das ist immer schwierig, ne? Also, wem gebe ich denn so eins? Woher soll ich denn wissen, wer an Gott glaubt? Ich persönlich tue es ja leider nicht. Oder nicht mehr. Darf man das so sagen? Nicht mehr, ja. Okay. Okay, okay, okay. So. Falls ihr im Hintergrund Geräusche hört, ich habe gerade auch einen Hund neben mir liegen. Der macht sich gerade bettfertig. Yes. So, meine Liebe. Das kommt auf alle Fälle noch mit rein. Ja. Die tue ich dir auch noch mit rein. Ich hoffe, du kannst sie verwenden. Ich hoffe, sie gefallen dir. So, dann machen wir das auch schon zu. Das Video ist eh schon wieder viel zu lang.
Sorry, aber vielleicht gefällt es dir einfach mal, wenn du mal guckst. Okay, das sind die gleichen Wauzis. Und ich werde dir hier so ein Washi mitgeben. Das ist mit den Tagen. Vielleicht, weiß ich nicht, wenn du in dein Budgetbuch, da wo du deine Sachen halt eben notierst, vielleicht brauchst du das. Schau mal. Cool, oder? Also das kannst du definitiv runter machen und verwenden. Und deswegen kriegst du das. Oh, das ist schief. Aber es macht nichts, ne? Das macht nichts, dass es schief ist. Auf alle Fälle kannst du es runternehmen. Ich drücke extra nochmal drauf. Und verwenden kannst du es natürlich ganz klar. So, da den Namen und so weiter mache ich klar drauf. Welchen Wauzi tun wir jetzt ihr drauf? Oh, die sind alle niedlich, wie ich finde. Ich glaube, ich nehme den da. Oh, ich habe das Öhrchen fast. Ach komm, ich muss es voll kleistern. Ihr wisst es. Ihr wisst es. Ich muss. Ich liebe es einfach. Sorry. Das nicht niedlich. Yeah. So, Rose, Rose, wie auch immer, du weißt, wer gemeint ist. Vielen herzlichen Dank auch für deine Mail. Ich konnte dir leider nicht zurückschreiben. Ich war unfähig, da irgendwie über Etsy da zurückzuschreiben. Keine Ahnung. Zu deinen restlichen Fragen gehe ich natürlich ein, beziehungsweise, falls du dieses Video siehst, bin ich wahrscheinlich schon darauf eingegangen. Wie dem auch sei, solltest du noch weitere Fragen haben, rühr dich gern bei mir. E-Mail-Adresse und so weiter ist überall drin. Und ja, das war's jetzt nach einem langen Blabla. 7 Minuten dauert das Video jetzt schon, nur zum Verpacken. Ich bedanke mich herzlich bei dir für deine Bestellung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao.